Eine neue Ausgabe aus dem FF, Frauen, Fußball, Leidenschaft. Ja, heute haben wir einige Themen vor der Brust. Wir werden über die Auslosung Women's Champions League sprechen, über die Flyer Alarm Bundesliga sicherlich. Und dann haben wir noch die Women's Super League aus England, dann haben wir den Cup, der dort gespielt wird. Und dann wollen wir uns um das Thema in Kanada kümmern, der Streik der Nationalspielerinnen dort. Aber wir fangen an mit der Auslosung fürs Viertelfinale in der Women's Champions League. Und ja, da haben wir ja drauf hingefiebert. Was kommt da wohl an Paarungen zusammen? Hauptsache keine deutsche Paarung. Jetzt haben wir aber eine Paarung, die hat es in sich. Und da ist die Paarung Bayern gegen Arsenal. Und der Andreas, beim Andreas schlagen da zwei Herzen. Welches Herz, Andreas, schlägt jetzt stärker von beiden? Die schlagen beide und das ist auf jeden Fall eine tolle Partie. Und wie mir meine englischen Freunde sofort nach der Auslosung geschrieben haben, die Andreas Derby. Ich versuche es positiv zu sehen. Ich kriege auf jeden Fall eine Mannschaft ins Halbfinale, sonst wäre die Gefahr gewesen, dass beide ausscheiden. Natürlich auch die Chance, dass beide weiterkommen, so kann nur eine. Es wird ein spannendes Aufeinandertreffen und ich denke, man kann jetzt noch keinen klaren Favoriten ausmachen. Es sind noch 4-5 Wochen bis dahin. Man muss warten, welche Spielerinnen stehen zur Verfügung. Gibt es Verletzungen oder ja, wer ist wie fit, in welcher Form? Also Bayern hat sicher eine gute Chance, eine realistische Chance. Schauen wir mal. Also ich freue mich drauf. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, wo ich jede Spielerin in- und auswendig kenne und schon oft live gesehen habe und manche schon gesprochen habe. Also das ist für mich ein Leckerbissen. Und am Ende sollen die Mädels weiterkommen, die eben über die zwei Tage die besseren waren. Ich vermag es nicht zu sagen, wer das sein wird. Also. Bessere und glücklichere vielleicht auch, ne? Mal sehen. Man weiß es nicht, wie die Spiele halt laufen. Adriana, wie ist es denn in England so angekommen, diese Partie? Jetzt hat der Andreas ja so ein bisschen schon was gesagt, wie seine Kollegen das aufgenommen haben. Wie wurde in der Presse dort berichtet? Also hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Respekt für Bayern. Von Arsenal, von englischer Seite, also auch von Chelsea habe ich vorher gehört, dass sie gehofft haben, nicht gegen Bayern zu kommen, jetzt im Viertelfinale. Und ich glaube, Arsenal wird ein starker Gegner für Bayern sein, aber vielleicht auch gerade im Moment schlagbarer als normalerweise durch die Verletzungen Beth Mead, Vivian Miedema und dass sie eben keine alternative Stürmerin verpflichten konnten im Winter. Und da jetzt schon ein gewisses Tore-Schießproblem besteht. Deswegen sehe ich da schon eine große Chance für Bayern. Und auf der anderen Seite Chelsea natürlich mit Lyon den Titelverteidiger erwischt, die ja sich am Anfang von dieser Saison noch relativ schwer getan haben. Jetzt langsam die verletzten Spielerinnen zurückkommen. Unter anderem ja auch Jennifer Marojan. Also ich glaube, das wird definitiv ein sehr starkes Duell auf Augenhöhe. Und ja, freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ja, okay. Ja, ihr zwei, Natascha und Charlotte, ja, als ihr das gesehen habt, Bayern, Arsenal, was habt ihr gedacht? Habt ihr sofort an Andreas gedacht? Ja. Ja, klar. Klar. Ja. Wenn man es aus der deutschen Brille betrachtet, gibt es eine gute Chance, dass eine deutsche Mannschaft ins Finale nach Eindhoven kommt. Das muss man ehrlicherweise sagen, wenn man die Partien sich anguckt. Also es ist zumindest nicht unmöglich, weil man geht Barcelona aus dem Weg, wollen wir mal ganz ehrlich sein. Also ich glaube, diesen Gegner auf seinem Tableau möchte keiner haben. Da hat jetzt München und auch Wolfsburg Glück gehabt dieses Jahr. Klar, wir haben, wenn alles gut geht, vielleicht ein deutsch-deutsches Halbfinale. Hat, wie gesagt, aber den Charme, dass wir eine Mannschaft gegebenenfalls Anfang Juni in Eindhoven hätten. Was ich für die
deutsche Bundesliga nach so vielen Jahren echt mal wieder charmant finde. Ja, das wäre wirklich charmant und auch, glaube ich, ein Anreiz für Zuschauer, auch nach Eindhoven zu fahren. So weit ist das ja nicht von Deutschland. Da kann man schon mal so einen Wochenendtrip oder wann das da stattfindet, machen. Charlotte, wie war es bei dir? Ja, auch wie gesagt, erstmal gedacht, der arme Andreas, das war das Erste. Ich habe es ja erst, sage ich mal, so richtig, wie ich in München war, gesehen, wie die Paarungen sind, weil ich ja auf dem Weg nach München war zu der Zeit, wie die Auslosung war. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte es ja irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Erst wie eure Nachrichten da kamen, die ich dann unterwegs mal kurz mit einem Blick auf dem Handy im Stau gesehen habe. Ja, denke, mir geht's wie Natascha. Wir haben, die beiden deutschen Mannschaften haben in Anführungszeichen Glück gehabt, ja, mit den Auslosungen. Und anderen Partien, auch ich denke Barcelona-Rom ist auch nicht uninteressant, ja, weil Rom hat es den Wölfinnen auch ganz schön schwer gemacht. Also von daher denke ich, ist das auch ein interessantes Duell, sage ich ja, mal. Ja, wenn die es clever angehen, ja, die Roma-Spielerin. Und ich glaube, ja, dass sie defensiv, gut arbeiten können. Vorne haben wir vielleicht dann auch das nötige Spielglück. Man weiß es nicht, ne? Barcelona ja, ist schlagbar. Wir haben es gesehen, ne? In München. Ja, Chelsea-Lyon, das ist natürlich schon ein Hammer, ne? Ja, ja, die reizvollste Partie, ja. Hm. Das eigentlich zwei Mitfavoriten sind, also die könnte man sich auch beide im Finale vorstellen. Ja. Ihr jetzt eben wieder mit vielen Spielerinnen, die langsam zurückgekommen sind oder, ja, wie soll man sagen, eine ganz andere Mannschaft eben stellen kann, wie zu Beginn der Gruppenphase, als sie ja wirklich sehr von Verletzungen gebeutelt waren. Also schwer einzuschätzen, von den Namen her sage ich eher Lyon mit leichten Vorteilen, aber was sind Namen, ja? Also ich schätze halt die Abwehr von Lyon etwas stärker ein als die von Chelsea, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das könnte der ausschlaggebende Punkt sein. Und ich glaube, dass sich eine Jennifer Maujan mit der Sarah Debritz im Mittelfeld sehr gut versteht. Also die spielen sich, glaube ich, immer mehr ein. Das ist zumindest mein Gefühl, wenn ich so die französischen Partien von denen sehe. Auf der anderen Seite muss man halt eine Sam Kerr ausschalten, wenn man da gegen Chelsea spielt. Und das ist, da hat Lyon dann schon auch was zu knacken, um dass das funktioniert. Also das wird eine sehr spannende Partie. Und haben wir ja aber vorher schon gesagt, bei diesen 8 Mannschaften kann es eigentlich nur spannende Partien geben, muss man ehrlich sagen. Ja, das sind die besten 8 aus der großen Verlosung. Die haben sich durchgearbeitet und verdient unter die besten 8. Und wenn man die Namen sieht, Barca, Roma, Arsenal, Bayern, Wolfsburg, PSG und Chelsea, Lyon, das sind einfach klasse Mannschaften. Ne? Also nicht nur vom Namen her, sondern auch von der ganzen Besetzung. Ne? Ja, wobei ich aber auch glaube, dass Wolfsburg leichter Favorit gegen PSG ist. Also das ist auch meine. Also ich glaube, dass Wolfsburg die wesentlich breitere Bank hat für diese Spiele und die mit Sicherheit einen Vorteil haben gegenüber PSG. Ja, auch auf der Torhüterposition sehe ich sie da stärker. Also ich bin mal gespannt. Mhm. Man kann sich auf jeden Fall freuen auf den März. Adriana, wie siehst du das so bei Wolfsburg? Ja, also PSG sucht sich ja anscheinend gerne die deutschen Mannschaften im Viertelfinale aus. Letztes Mal ja gegen Bayern, die da leider rausgeflogen sind. Aber also wie Wolfsburg sich jetzt auch im neuen Jahr wieder gezeigt hat, also an die Leistungen angeknüpft, sehe ich auch Wolfsburg leicht im Vorteil. Und PSG ja auch relativ nah hinten dran in der französischen Liga hinter Lyon, aber trotzdem. Wolfsburg dieses Jahr scheint viel zu passen und effektiv vorne im Sturm vor allem und ja, sehe ich als Favoriten. Ja gut, sie sind effektiv im Sturm, haben dort mit Alex Popp jemanden, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
dann auch verwandeln kann. Aber sie tun sich auch schwer, und das haben sie am Wochenende wieder bewiesen, gegen Essen, das dauert manchmal. Gut, wir haben darüber gesprochen, Natascha, gestern, die werden irgendwann mal die Lücke finden. Ja, die Lücke war eben halt da, als die Svenja Huth die Flanke geschlagen hat und dann eben halt die Verteidigung rechtzeitig zum Kopfball hoch und der Alexandra Popp dann quasi den Dosenöffner gemacht hat. Also sie erarbeiten sich eben halt Chancen, sind effektiv, und das ist eben das Brandgefährliche bei Wolfsburg. Ja, zu den Partien sonst noch irgendwas, Dorothee? Nein. Wolfsburg? Nein? Ist soweit in Ordnung? Vielleicht noch ganz kurz auf jeden Fall, dass, dass alle Partien auf jeden Fall angekündigt sind, in den großen Stadien wieder gespielt zu werden, was natürlich wieder super Atmosphären kreieren wird. Und ja, unter anderem auch in der Allianz Arena. Ja, genau. Also das ist eine tolle Sache, dass man in die Allianz Arena geht, weil das Ding, das wird zwar nicht ganz ausverkauft sein, aber wie gegen Barca, wenn da bestimmt eine ganze Menge Leute da sein. Das ist eine Top-Partie, und auch die anderen Begegnungen mit Wolfsburg in den großen Stadion, das wird bestimmt ein großes Fest auch in Wolfsburg sein. Und darauf freuen wir uns. Bianca Rech hat das ja auch schon bestätigt. Der Vorverkauf findet ja auch schon statt für die Allianz Arena. Was ich so gesehen habe, ist schon einiges dort verkauft. Muss man sich also so ein bisschen sputen, ne? Ja. Freust du dich, Andreas, ne? Ja, ich habe mein Ticket schon. Also Freitagabend ging ja der Vorverkauf schon los, und dann am späten Freitagabend habe ich schon eine Nachricht bekommen von der Bayern-Freundin, die immer unsere Tickets organisiert, dass sie unsere Tickets reserviert hat. Also ja, ist in Ordnung. Okay. Und ich finde auch toll von Bayern, wir haben ja oft kritisiert oder das ja angesprochen, dass sie sich so schnell entschieden haben, das Spiel in der Allianz Arena auszutragen und das auch so schnell kommuniziert haben. Also da absolut mal ein Lob nach München. Ja, aber auch ja, da. Ich glaube, dass sie sich kein zweites Mal mehr diesem ich will es jetzt mal Shitstorm aussetzen wollten, dass sie in diesen Partien so lange warten, bis sie in die Allianz Arena gehen, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, also das ist, da haben sie ja schon auch ziemlich viel Prügel über die Social Media eingesteckt. Alle sind ganz schnell in die großen Stadien und sie haben sich feiern lassen, sage ich jetzt mal, bis sie da hin sind. Ja, und du kannst nicht gegen Arsenal in den Campus gehen mit 2500 Zuschauern. Davon noch wegen Brandschutz einige Plätze wegfallen, das geht nicht. Ne? Da blamiert man sich international. Ne? Zumal man ja auch wahrscheinlich internationale Verstärkung in der nächsten Serie vielleicht auch holen möchte. Ne? Wer weiß. Ja, das kommt auch noch mit dazu. Also wenn du auch attraktiv zukünftig für nicht-deutsche Spielerinnen sein möchtest, musst du diese Partien in den großen Stadien machen, weil sonst werden dir diese Spielerinnen höflich gesagt irgendwann den Vogel zeigen, wenn du bei ihnen anfragst, und werden sagen, nee, also ne, ich Champions League will ich bitte im großen Stadion spielen. Ja, Georgia Stanway ist der Anfang, und die wird sicherlich das nach England rübertragen, wie es in Bayern ist. Und die Drähte laufen ja bei den Frauen ziemlich heiß. Die sind ja untereinander verbunden, egal in welchem Verein sie spielen. Und das wird sich rumsprechen, wie das dann abläuft. Ja, ne? Das kann sich also bleiben. Interessant ist vielleicht mal zu sehen, wie so die Preisstruktur grundsätzlich ist in den einzelnen Stadien, weil da ist ja, ich meine, das hat man jetzt von München schon gehört, dass die ordentlich die Preise erhöht haben für diese Karten, für dieses Spiel. Ja. Und da wäre dann wirklich mal interessant zu sehen, was ist das jetzt, ne? Was nimmt Arsenal, was nimmt Chelsea im großen Stadion für diese Spiele, wie wird es in Wolfsburg aussehen? Weiß ja, was sie, als das Spiel gegen Barcelona war im großen Stadion, hat das Ticket 5 € gekostet. Und da haben sie halt jetzt, ja, ich glaube, sie wollen kostendeckend aus der Nummer rauskommen, aber ob sie damit dem Sport damit so einen Gefallen tun und auch wieder da ihrem Renommee einen Gefallen tun, ist bin ich mir nicht so sicher. Also ein Ticket habe ich jetzt für 22 €.
Also wir haben 25 bezahlt und ich muss sagen, ich habe da schon geschluckt. Also nicht, dass ich nicht 25 Euro bereit bin, dafür zu zahlen. Mache ich natürlich, will ja dabei sein. Aber ich fand es schon heftig, sagen wir mal so. Hätte nicht unbedingt 25 Euro sein müssen. Und einen Tag später habe ich dann eben die Mail von Arsenal bekommen, dass man sich registrieren kann. Also wie gesagt, ich kann leider unter der Woche da nicht hin, aber die haben eine Early-Bird-Aktion und ich glaube, für die ersten 10 Tage oder so 9 Pfund. Ja, 9 Pfund sind wie viel Euro? 14? Nein, 11 Euro. Ja, 11 sowas. Bei Chelsea sind es auch, die billigsten Tickets gibt es für 9 Pfund. Ja, und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt 9 Pfund, also sagen wir mal 11 Euro oder 25 Euro. Also ja, ja. Bin ich absolut bei Natascha, die sagt, ob sie sich damit so einen Gefallen getan haben. Also ich habe gesagt, Lob dafür, dass sie sich so schnell entschieden haben, es auch so schnell kommuniziert haben, die Preisstruktur. Die könnte sie auch wieder Zuschauer kosten. Also das kann sie auch Zuschauer kosten. Mhm. Ja. Da gehen vielleicht keine 30.000 dann dahin. Ja. Noch dazu unter der Woche. Kann durchaus passieren, ne? Weil viele müssen ja auch übernachten. Das kostet auch wieder Geld. Ja. Die fahren ja nicht hin und her. Ne? Der Anstoß, der ist 18:45. 18:45, bis du da aus dem Stadion raus bist, ist auch wieder 9:30, ne? Oder 10, man weiß es nicht. Also wirst du übernachten dort. Das kostet natürlich dann zusätzlich noch Geld. Ne? Gut, dazu haben wir jetzt alles gesagt. Wir wollen so ein bisschen durchgehen, schneller durchgehen, durch die einzelnen Themen. Gehen wir in die Women's Super League in England. Da waren ja auch einige Spiele, spannende Spiele und vielleicht auch nicht unbedingt erfreuliches Ergebnis für Arsenal. Jetzt sind wir wieder bei Andreas, aber da musst du durch. 2:1 Manchester City gegen Arsenal. Da musst du durch, ja. Ja, war ein wichtiges Spiel, weil es darum geht, wenn man ehrlich ist, wer von beiden hält Anschluss im Titelrennen. Und das ist eben jetzt Man City, die wieder drin sind im Titelrennen. Das ist meiner Ansicht nach jetzt ein Dreikampf zwischen United, Chelsea und City. Und Arsenal muss realistisch gesehen die Liga abschreiben. Es zeigt sich leider, dass man eben diese Verletzung von Miet und Miete mal nicht kompensieren kann. Ich meine, klar, welche Mannschaft auf der Welt könnte das? Die zwei besten Offensivspielerinnen für die ganze Saison raus. Das ist natürlich schwierig und nicht zu ersetzen. Aber dann muss man eben auch sagen, hat man in der Wintertransferphase eben den Fehler gemacht, den Kader nicht breiter aufzustellen, sondern man hat zwei Spielerinnen dazugeholt und hat zwei abgegeben und hat es nicht geschafft, eine Stürmerin zu holen. Das wirkt sich jetzt aus. Sie schießen einfach zu wenig Tore. Die Niederlage bei City, also ich konnte das Spiel ja nicht live sehen, weil es parallel zum Bayern-Frankfurt-Spiel lief, aber ich habe es mir eben hinterher angeschaut. Die Niederlage war, muss man leider zugeben, einfach verdient, ja, berechtigt, ein verdienter Sieg für City, die einfach vor allem in der ersten Halbzeit klar besser waren. Ich weiß nicht, was mit der Defensive bei Arsenal los war, da haben einige wirklich einen gebrauchten Tag gehabt. Ja, und wenn man die großen Spiele eben nicht gewinnt, und das war jetzt Niederlage bei City, das war Heimniederlage gegen United, unentschieden zu Hause gegen Chelsea, dann kannst du eben auch den Titel nicht gewinnen. Ist leider so. Meiner Ansicht nach wird Chelsea das Rennen machen, weil sie den breitesten Kader haben, es sei denn, diese Zusatzbelastung, Champions League und so, das könnte United in die Karten spielen. Aber spannend bleibt, auch wenn mein Verein eben wahrscheinlich im Meisterrennen draußen ist. Ja, und die laufen ja auch Gefahr, dass sie selbst aus der Champions League rausgehen, ne, wenn sie Pech haben. Ja. Kann laufen Gefahr. Also von der Tabellensituation her kann das schnell passieren. Ne? Als Vierter bist du eben nicht qualifiziert und das muss das einzige Ziel sein, dass man es eben jetzt noch auf Platz 3 schafft. Aber nochmal, man hat sich in der Winterpause im Wintertransferfenster einfach verkalkuliert, hat zu spät dann auch riesige Summen geboten, aber da war dann so diese der Hauch der Verzweiflung hat dann noch mitgespielt und war alles nicht besonders klug durchgeführt. Und am Ende steht man eben jetzt mit leeren Händen, was eine Stürmerin angeht, da.
Gehen wir wieder nach Adriana, nach England. Wie ist es da angekommen, das Spiel Manchester-Arsenal? Wie wurde das wiederum diskutiert in der Zeitung unter den Fans? Ja, also ich glaube, wie der Andrea schon gesagt hat, das hat so ein bisschen die Befürchtung bestätigt, dass eben jetzt jemand fehlt, der die Tore schießt für Arsenal und dass sie wirklich da vorne wettbewerbsfähig bleiben. Also klar, das war extrem viel diskutiert hier mit dem Transfer und dann von Alessia Russo, die von Manchester United, wo ein Rekordangebot für sie abgegeben wurde, was dann aber abgelehnt wurde natürlich, weil Manchester United auch vorne um den Titel mitspielen will und Russo eine von den stärksten Spielerinnen ist, Schlüsselspielerinnen. Also sie ist auch so, dass Chelsea höchstwahrscheinlich weiter der Titelfavorit bleibt, weil sie eben effektiv sind, weil sie einen breiten Kader haben und glaube auch das Einzige, was sie eventuell rausbringen könnte, ist die Champions League und eben auch die Belastung im FA Cup und Conti Cup, wo sie bald noch vertreten sind. Aber ich glaube, solange sie eben diese Spielerinnen wie Sam Kerr, Lauren James haben, zur Verfügung stehen, die wirklich momentan in Topform sind, sieht es weiter gut für sie aus, auch wenn sie in der Verteidigung in letzter Zeit nicht ganz, ganz so gut ausgesehen haben, muss man sagen, haben auch relativ viele enge Partien gespielt und einige Tore kassiert. Im Tor ist auch noch nicht so ganz sicher, spielt jetzt Sira Musovic oder Ann-Kathrin Berger. Also da gibt es schon so ein paar kleine Stellen, die da wo noch ein Fragezeichen hinten dran steht. Aber momentan steht ja Manchester United an der Spitze, auch wenn Chelsea ein Spiel weniger hat. Weniger. Genau, haben wir am Wochenende 2-1 gegen Tottenham gewonnen, aber mussten das auch dann ein bisschen teurer bezahlen, dadurch, dass El Hatoun eine rote Karte bekommen hat, die ja auch wichtige zentrale Spielerin für die Mannschaft ist. Und dadurch drei Spiele ausfallen wird und da ist eben auch Chelsea dabei und das wird natürlich dann schon ein vorentscheidendes Spiel um den Titel sein. Okay, Natascha, wir hatten gestern kurz darüber gesprochen, Arsenal läuft Gefahr, wenn man jetzt die Tabelle sich anguckt, Manchester United 13 Spiele, 32 Punkte, Chelsea 12 Spiele, 31 Punkte, Man City 13 Spiele, 29 Punkte, 12 Spiele, Arsenal 26 Punkte. Wobei sie von der Abwehrleistung her Arsenal ganz gut sind. 8 Gegentore erst. Leider, aber was Andreas auch schon gesagt hat, in der Offensive mit 27 Toren genauso Hemmung haben wie Man City. Kann es sein, dass Arsenal doch rausgeht? Ja, habe ich ja gestern schon gesagt und ich habe es auch eben schon gesagt. Also für mich ist Arsenal, ich sehe sie im Moment nicht dazu, dass sie auch auf Platz 3 kommen, wegen der fehlenden Stürmerin. Ja, also man hat es ja im Januar miterlebt, wie sie händeringend ja wirklich dann versucht haben, da irgendwie noch eine Stürmerin an Land zu kriegen und wenn man das dann so ein bisschen, also ich vergleiche das dann so ein bisschen mit dieser ganzen Diskussion, die es da in München gab, mit neuer Ersatz, Jan Sommer holen, da ist ja auch viel Geld geflossen, ja, wo man ja auch von einem schon wichtigen direkten Konkurrenten oder der auch ein paar Ambitionen hat, den Torwart da noch wegholt, sieht man doch schon nochmal, wie das auch so ein bisschen unterschiedlich ist, ne? Dass man da also wirklich sehr hart war und auch gesagt hat, nein, die Spielerin geben wir nicht ab. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Spielerin vielleicht auch offen war zu gehen oder nicht gehen wollte. Also war das die Spielerin, die gesagt hat, sie geht nicht? Oder war es tatsächlich der Verein, der strikt gesagt hat, und du kannst uns noch, ich sag mal, 300.000 Euro da drauf legen. Also wir würden sie auch nicht für 800.000 Euro gehen lassen, weil wir haben dieses Jahr ein Ziel und dafür brauchen wir sie zwingend. Also das ist also laut Presse, was man in der englischen Presse lesen konnte, ich weiß nicht mehr, genau wo, war Russo bereit zu gehen. Gibt es da irgendwo eine andere Meldung, dass ihr das vielleicht besser wisst? Also was ich weiß, ist, dass sie eben bis jetzt nicht bereit war, ihren Vertrag zu verlängern bei United und dass sie wohl durchaus offen
gewesen wäre für einen Wechsel. Aber nochmal, ich habe es gerade schon gesagt, wenn man am vorletzten Tag des Transferfensters kommt mit so einem Rekordangebot, dann schwingt da diese Verzweiflung mit. Und ja, ich bin der Meinung, wenn man Anfang, Mitte Januar gekommen wäre und hätte gesagt 400.000 Euro für Alessio Russo, dann wären wir zum Monatsende sich einig geworden bei, keine Ahnung, 550.000. Mhm. Aber am vorletzten Tag zu kommen, dann wird das abgelehnt, dann kommt der letzte Tag und dann sagt man 500.000 Pfund plus anscheinend, das ist noch unbestimmt, aber anscheinend plus Dina Blackstenius im Angebot, damit United einen Ersatz hätte. Das war ja dann doch sehr viel Verzweiflung. Andererseits muss ich sagen, aus wirtschaftlicher Sicht schwer zu verstehen, was United gemacht hat. Das wäre schon im Frauenfußball eine Riesenablöse gewesen. Man hätte eine Ersatzstürmerin dafür bekommen. Und so läuft man eben Gefahr, wenn Russo nicht verlängert, dass man im Sommer die Topstürmerin verliert und gar nichts dafür bekommt und keinen Ersatz hat. Also trotzdem, man kann meiner Ansicht nach nicht am vorletzten Tag kommen und so eine Verzweiflungsaktion da bringen. Schlecht gemanagt. Und das muss man halt jetzt ausbaden. Und wenn es ganz schlecht läuft, wird man eben keinen Titel holen und nur den vierten Platz in der Liga holen. Man muss hier, Charlotte, hast du noch irgendwas ergänzend dazu zu sagen? Nein. Bei dir geht es ja heute nicht so gut, ne? Nee, ich bin heute ein bisschen so. Ich muss ein bisschen mich wachhalten, sage ich jetzt mal. Okay. Dann haken wir die Women's Super League, haken wir dann ab. Ich hoffe, ich finde den Cup, jawohl, den Conti Cup. Und da hat es ja auch eine Begegnung gegeben, Arsenal gegen Manchester City. Jetzt hat Arsenal dort aber 1-0 gewonnen. Hat Manchester Arsenal so ein bisschen auf den Leim geführt mit der Aufstellung? Also Finale ist Finale und bin sicher, dass City gerne ins Finale eingezogen wäre. Und wenn sie das nicht gewollt hätten, dann hätten sie auf die Verlängerung verzichtet, weil das war eine zusätzliche Belastung, die keiner der beiden Trainer gerne haben wollte. Also die wollten beide ins Finale kommen. Es war eine Partie auf Augenhöhe ausgeglichen und es waren andere Vorzeichen. Es war eben im Meadow Park, also zu Hause bei Arsenal. Man hat mehr Chancen gehabt, hätte am Ende der regulären Spielzeit das Ding eigentlich schon entscheiden müssen und hat dann das Glück gehabt, das 1-0 gleich zu Beginn der Verlängerung zu machen. Ja, also endlich mal eine gute Nachricht aus Arsenals Sicht. Man ist ins Finale vom Continental Cup eingezogen. Ich glaube, das tut sehr gut in der jetzigen Lage. Am Finale ja, müssen gegen Chelsea spielen, ne? Ja, das ist natürlich die andere Sache. Aber in der Liga kann man gegen Chelsea nicht bestehen, denke ich, aus Arsenals Sicht. Aber in einem Spiel ist immer alles möglich. Also lasst uns das sein. Auch wieder Adriano, was denkst du? Hat Manchester so ein bisschen in der Aufstellung hier auf den Leim geführt? Nee, also ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt, dass da irgendwelche Hintergedanken da bestanden sind. Ich glaube, dass für Manchester City genauso eine Chance ist, noch einen Titel zu gewinnen, wie für Arsenal. Mhm. Und glaube auch, dass, also klar, im Finale geht's wieder für Arsenal gegen Chelsea, genau wie in der nächsten Runde auch vom FA Cup. Da spielen ja auch Chelsea und Arsenal wieder gegeneinander. Und sieht da auf jeden Fall da eben die Chance für Arsenal, dass da auch mal ein Sieg mit drinnen ist, weil Chelsea dann vielleicht doch in den Spielen dann vielleicht mal die Spieler, vermeintlich schwächeren Spieler dann auf den Platz schickt. Glaube, dass Chelsea da trotzdem natürlich versuchen wird, die so viele Titel wie möglich zu holen. Ja gut, einen Titel will ich noch holen. Wie seht ihr Mal eine Frage, was ist der Unterschied zwischen FA Cup und was ist es, Conti Cup? Conti Cup, ja. Also das ist so ein bisschen, das sind ja doch wieder die gleichen Mannschaften, die auch im Grunde genommen da sich battlen, im Halbfinale, ins Finale gehen. Also ne, es sind ja doch immer die Erstligamannschaften, aber was ist der Unterschied? Also der Inhalt dieses Cups? Der FA Cup ist vergleichbar mit dem DFB-Pokal, der wird ja auch über viele, viele Runden gespielt, wo auch sehr viele Unterklassige teilnehmen können. Das ist so unser DFB-Pokal und der Continental Cup ist eine Art Liga-Pokal, wo eben nur die Mannschaften der ersten und zweiten
Stufe mitspielen dürfen. In 4 Vorrundengruppen wurden dann die Mannschaften ausgespielt, die ins Viertelfinale kommen, plus Arsenal und Chelsea, die wegen der Teilnahme in der Champions League Gruppenphase ein Freilos sozusagen hatten, ein Go und automatisch im Viertelfinale waren. Mhm. Ja, also dass der Unterschied Gruppenphase in der Vorrunde dann mit Viertelfinale weiter Liga-Pokal, während FA Cup dem DFB-Pokal vergleichbar ist. Also die sind jetzt erst in der Runde der letzten 16 im FA Cup. Okay. Aber da sieht man mal wieder, was die für eine hohe Belastung haben in England. Ne? Also ich meine, die Belastung ist schon höher. Ja. Aber die Liga ist identisch mit 12 Mannschaften und Champions League. Ja, stimmt. So hat ein Cup mehr. Aber trotzdem, ne? Ist eine zusätzliche Belastung von Lazio zu Europapokal, ja. Und sie wollen alle gewinnen. Ne? Ja. Ja. Gut. Ich wollte noch da was zu sagen. Naja, das andere Spiel war ja Brighton, die jetzt mit Sven Scheuer an der Seitenlinie unterwegs sind, die ja dann. Nee, das war nicht ganz genau, das war ja das Ligaspiel. Nein, da haben wir uns vertan. Ja, ganz genau, das ist ja die ganze Zeit so ein Hin und Her. Ne? Was ist jetzt Liga, was ist links? Ganz genau, das war noch ein Ligaspiel. Kein Problem, West Ham United gegen Chelsea 7-0 und Sam Kerr hat da, glaube ich, 4 Tore gemacht, ne? Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung bin. Ne? Sam Kerr hat da wieder voll zugeschlagen. Also die macht ja Goals auf Goals, also ist unglaublich, aus allen Lagen heraus. Ne? Ist schon... Also bei der bewundere ich auch, ich sag mal, was die an Pensum geht. Jetzt ist sie gerade wieder in Australien bei der Nationalmannschaft, glaube ich, wenn ich es mitgekriegt habe. Ich meine, die spielt ja jedes Spiel. Du hast ja nicht so eine Rotation, wie das jetzt zum Beispiel ein Tobi Stroth in Wolfsburg macht. Ja, also ich meine, ich glaube, eine Sam Kerr ist, glaube ich, gefühlt, Adriana kann das besser sagen, aber wenn ich mir die Aufstellung angucke und wenn ich mir angucke, wer spielt und wer macht die Tore, die ist eigentlich immer unter den ersten 11. Ja, ich glaube, sie hat erst 1 oder 2 Spiele da, wo sie mal nicht von Anfang an gespielt hat, wo sie geschont wurde, aber sonst wirklich steht die meiste Zeit auf dem Platz. Ja, ist Wahnsinn, ne? Ist unglaublich, was die dann durchzieht, ne? Und sie ist erfolgreich, ne? Kannst du kaum aufhalten, ne? Und vor allem, sie macht auch die entscheidenden Tore. Also, dass sie jetzt 4 Tore bei einem 7-0 gemacht hat, okay, aber sie macht auch das 1-0, wenn es 1-0 aussieht, oder wenn es ein Finale ist, dann so wie letztes Jahr im FA Cup Finale, dann macht sie eben die 2 entscheidenden Tore. Im letzten Ligaspiel, wo Chelsea zur Halbzeit zurücklag und gewinnen musste, da macht sie eben direkt nach der Pause 2 Tore. Und was für Traumtore. Also deswegen, über die kann man sagen, was man will, das ist einfach eine super Stürmerin, die kopfballstark ist, die unheimlich schnell ist. Du kannst sie mit Steilpässen schicken, die aus 20, 25 Meter mal abzieht, die im Strafraum selber den Riecher hat, also eine der besten Stürmerinnen weltweit sicherlich und auch eine, die hoffentlich bei der WM fit und unverletzt dabei sein wird, dann kann die da auch für Furore sorgen, für Australien. Aber ein kleiner Hitzkopf, ne? Ist so. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Also ich finde sie jetzt nicht so, dass sie so ein Hitzkopf ist. Okay. Ella Thune. Thune oder Joan? Thune. Ella Thune, Thune. Ne? Sie schon eher. Hat eine rote Karte gekriegt. Habt ihr die gesehen, die rote Karte? Jetzt wird in England wird diskutiert. Schauspielerei, berechtigt, unberechtigt. Also ich meine, die rote Karte war ein bisschen hart. Und ich habe sie nicht gesehen, deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen. Nee, ich habe es gesehen. Also. Auch dass die Spielerin eben ohne gelbe Karte davon gekommen ist. Weil die erste Attacke ging ja von der Tottenham-Spielerin aus und natürlich hat Ella Thune überreagiert, aber da hätte es. Ja, die hat ja wirklich nur so gemacht. Die hat ja noch nicht mal, geschlagen oder so, sondern einfach nur runtergedrückt. Also die blieb dann am Boden liegen und hat, also allem Anschein nach war sie ja schwerstens verletzt und also. Ja, das muss nicht sein. Und ich denke, die rote war schon sehr hart. Also ja, gelbe Karte. Ne? Ist auch eine gelbe getan. Und gelb für beide wäre eigentlich die diplomatischste Lösung gewesen. Aber sie wird United fehlen, vor allem eben dann im Spitzenspiel bei Chelsea. Das ist eine entscheidende Schwächung sein. Gut,
Wechsel mal vom Ausland, England, in die deutsche Liga. Und da gab es ja gleich am Samstag ein tolles Spiel, also ein Spitzenspiel. Alle haben sicherlich erwartet, dass Bayern München da Punkte abgibt. Ich war mir da auch nicht so ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Bayern hat das dann schlussendlich mit 2-1 gewonnen. Wie habt ihr es? Also ich habe es am Fernsehen gesehen, ich war ja nicht dort, ich war dann ja kurzfristig krank geworden. Aber ihr beide, Natascha und Charlotte, der Andreas, ihr habt es ja gesehen. Wie ist eure Meinung zu dem Spiel? War Bayern besser oder Frankfurt besser? Und haben sie sich neutralisiert? Also erstmal vielleicht einleitend, weil du so schön gesagt hast, du bist davon ausgegangen, München gibt Punkte ab. Ich würde jetzt mal für mich sprechen und für die Leute, die ich kenne aus der Eintracht-Fanszene. Wir sind da schon mit einem gewissen Bauchkrummeln runter nach München gefahren und waren uns nicht so sicher, dass wir da einen Punkt mitnehmen. Also wir haben da schon auch mit einer Niederlage irgendwo gerechnet. Natürlich wünscht man sich das nicht, aber sie war zumindest im Kopf vorhanden, weil wir einfach ein paar Themen bei unserer Mannschaft derzeit sehen, die du bei München einfach nicht siehst. Und das ist einfach das Thema Chancenverwertung, Zusammenspiel und so weiter. Wenn man jetzt das Spiel selber sich anguckt, muss man sagen, es ist jetzt nicht so gewesen, dass München drückend überlegen gewesen wäre. Also ich fand, dass Frankfurt da gerade in der ersten Halbzeit sehr gut im Mittelfeld gestanden hat. Also eine Georgia Stanway war jetzt nicht so, dass sie auffällig das Spiel gestalten konnte. Also die hat ordentlich, ich sag mal, Eintracht-Spielerinnen auf den Füßen gehabt, die sie auch mal getackelt haben. Also die hat ordentlich auf den Socken gekommen, wenn sie mit ihren Läufen angesetzt hat, um irgendwie das Spiel schnell zu machen. Und auch auf den Außenbahnen, muss ich sagen, hat eine Verena Henschow oder auch eine Camilla Küver, die ja auch noch aus einer, ich sag mal, längeren Verletzung zurückkommt und jetzt das zweite Spiel erst über 90 Minuten gemacht hat, eigentlich sehr, sehr, sehr gut dort gespielt mit der Innenverteidigung. Es hat alles sehr, sehr gut ausgesehen, auch wie sie die Ballstaffetten gemacht haben. Es kommt nur immer wieder zu dem gleichen Thema, wenn es dann Richtung Strafraum geht und Box geht. Da hapert es derzeit bei uns, das heißt, die Pässe kommen nicht an. Box-Besetzung ist meines Erachtens nicht ausreichend. Da stehen dann nur zwei rum und nicht wie München, Wolfsburg 5 oder 6, die in der Box sind. Und gerade bei den Ecken konnte man das sehr hervorragend sehen. Wo haben wir bei den Ecken gestanden, wenn wir unsere eigenen Ecken hatten? Und wo hat Bayern gestanden, wenn sie ihre Ecken hatten? Und das konnte man ja dann auch am 1-0 bestens feststellen, was das bedeutet hat. Ja, also. Jetzt hast du schon vieles richtig gesagt und da gehe ich auch d'accord, absolut. Auch wenn ich dafür jetzt nachher Kritik bekomme später. Jetzt hat der Frankfurter Trainer, der Nico Arnautic, was gesagt am Mikrofon. Ich will es ruhig mal hier reinbringen. Wir waren die bessere Mannschaft, haben 25 Minuten die Bayern im Griff gehabt. Anführungsstriche. War nicht ganz wörtlich. Ich habe es mir vorhin nochmal angehört. Hat er das richtige Spiel gesehen? Provokativ jetzt, Andreas? Schon sehr provokativ gesagt jetzt, aber ich muss auch anerkennen, dass Frankfurt sehr gut aufgetreten ist. Vor allem das hohe Pressing von Anfang an, denke ich, hat Bayern sehr zu schaffen gemacht, wobei wir uns so nach einer Viertelstunde so schon angeguckt haben und gesagt haben, ob die das wirklich 90 Minuten lang durchhalten können oder das spielen wollen, dieses hohe Pressing. Es war ja unglaublich. Bayern konnte ja von hinten heraus gar nicht aufbauen. Man hat im Mittelfeld ständig die Bälle verloren. Also das war, fand ich schon, ein starker Auftritt von Frankfurt. Ja, ja, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, sie haben dominiert oder Bayern beherrscht das. Nein, das nicht. Aber sie haben Bayern in sein Spiel kommt und immer wieder zu Ballverlusten bei den Bayern im Mittelfeld hat es geführt. Und unser Mittelfeld, ob jetzt Georgia Stanway, Sid Lohmann, Lina Magul, die waren alle
unauffällig bis schwach. Und das liegt ja nicht daran, dass die jetzt schwache Spielerinnen sind oder schlecht drauf sind, sondern das ist, weil die Frankfurterinnen sie einfach nicht so zum Spielen haben kommen lassen. Und das war schon ein starker Auftritt von Frankfurt. Natürlich, wenn man den Zusammenschnitt auf dfb.de oder auf der Bayern-Homepage sieht, dann sieht es aus, als hätte Bayern da Chance auf Chance gehabt. Da ist meiner Ansicht nach nicht so richtig rübergekommen. Also ich fand durchaus die Führung zur Halbzeit glücklich. Und dass wir am Ende gewonnen haben, also klar, ist die größeren echten Torchancen hat Bayern gehabt, aber das hat der Natascha auch deutlich ausgeführt. Frankfurt hat einfach ein Problem damit, vorne reinzukommen oder im letzten Drittel was Verwertbares erstmal zu produzieren und dann auch zu verwerten. Aber das ist also ein Spiel gewesen, das eigentlich fairerweise unentschieden hätte ausgehen müssen, muss ich so anerkennend sagen. Aber natürlich nehmen wir die 3 Punkte gerne in München, das ist ja klar. Nimmt er gerne. Also, wenn man jetzt die 25 Minuten aufteilt und wenn man sich jetzt den Artikel in der FAZ vom Westhoft zu dem Spiel durchliest, dann haben wir die ersten 16 Minuten, schreibt der Westhof, waren wir gut. Und zum Schluss, nach dem 2-1, 10 Minuten, bist du bei 26 Minuten. Bin ich jetzt mal provokativ. Hast du deine 25 Minuten gesamt von 90. Ja, er hat ja auch gesagt, 25 Minuten. Also genau, wir waren die und das kannst du aufteilen. Die ersten 16 Minuten und dann kannst du die letzten 10 nochmal, wo wir nochmal versucht haben, Druck zu machen, nachdem das 2-1 gefallen war. Dann kommst du auf diese, das ist jetzt meine Provokation in Anführungszeichen, ja, natürlich. Wie die 25 Minuten zusammenkommen. Wir können ja ruhig die Bälle schmeißen. Und ich sage jetzt mal, zwingende Torchancen hatte München in der ersten Halbzeit eigentlich auch nicht. Also ich sage jetzt mal, ich glaube, das 1-0, die hat halt den Kopf richtig hingestreckt, sage ich jetzt mal, und der war drin. Hm. Also in der zweiten Halbzeit hatten sie sicherlich mehr Chancen, auch der Lattenknaller da zum Schluss nochmal, das hätte auch das 3-1 sein können. Aber wirklich zwingende Torchancen hatte auch München nicht. Ja, Lina Magul ist einen kleinen Schritt zu spät gekommen in der ersten Halbzeit. Also das hätte das 2-0 sein können. Und da war noch eine Situation, das habe ich hier nicht im Kopf. Der eine Freistoß war noch, den die Stina sehr gut von der Linie geholt hat. Von der Caro Simon, das war noch auch ein sehr gutes Dings. Und wenn wir über das 2-0 sprechen, dann ist das 2-0 definitiv geschuldet dem hohen Pressing, was Frankfurt gespielt hat, weil die Camilla Küver hat nach vorne Tempo hoch 5 gemacht, die ist immer gelaufen und in dieser Situation haben sie den Ball verloren und die war so stehend K.O., die kam nicht mehr zurück. Also du konntest wirklich sehen, wie wir gedacht haben, warum läuft die nicht? Die wollte, aber die konnte einfach nicht, die war stehend K.O. Und das war dann die Lücke, die sich aufgetan hat für die Lea Schüller, weil sie dann in diese Lücke reingeht und hat dann den Pass bekommen. Wenn das nicht gewesen wäre, bin ich mir auch nicht sicher, ob das Tor gefallen ist. Aber da hat man dann dieses Thema mit dem hohen Pressing und immer die Außen mit nach vorne. Da darf man dann halt nicht den Ball verlieren. Und das haben wir halt gemacht. Und dann hat München natürlich mit einer Lea Schüller, die so viel Erfahrung hat, und die lässt sich so eine Chance dann auch nicht entgehen, wenn sie so in eine 1-zu-1-Situation kommt gegen eine Torhüterin. Ja, das war, wo die durchgebrochen war, da war das in der heutigen Zeit, wo Lea Schüller so ein bisschen mehr in Form kommt, war das eigentlich ein Tor. Ne? Dann hätte schon viel passieren müssen. Ne? Ja, wir haben alles quasi richtig gesagt, bloß eben, wir waren besser. Das hat viele gestört und ich glaube, das besser ist nicht ganz richtig. Da hat er nicht ganz richtig rübergebracht. Aber sie haben gut gespielt. Sie haben in der ersten Halbzeit gut gespielt. Sie haben Paroli geboten. Sie haben die Bayern schwer ins Spiel kommen lassen und eben halt bei dem Eckball nicht richtig aufgepasst. Ne? Und da war ich würde noch nicht mal sagen, richtig aufgepasst. Also wenn du dir das auch im Fernsehen nochmal angeguckt hast, und ich habe ja vorhin gesagt, wenn du dir die Ecken von uns anschaust, wie werden die geschossen und wo spielen die
Frankfurter Mittelfeldstürmerin in der Box zu dem Zeitpunkt. Und wenn du dir dann parallel, wir haben das genau gesehen, weil wir direkt in der Höhe der des Strafraums standen, wo wir dann genau gesehen haben, wo stehen die ganzen Bayern-Spielerinnen, wo stehen sie. Das war alles direkt vor der Stina Johannes in der Box direkt drin. Und zwar war da eigentlich nur rot. 5 oder 6 Spielerinnen. Das heißt, die Stina Johannes hatte auch gar keine Chance rauszukommen, weil die war umzingelt von rot. Und dann war da noch weiß mit dabei, um irgendwie die Roten abzudecken. Und von hinten kam dann die Isländerin Modus angeflogen. Ja, die kam von hinten was rein und. Ja, die kam von hinten. Ja, die wurde voll gesperrt. Ganz genau. Und die Soffe kam halt nicht mehr hinterher. Also ich meine, die hatte keine Chance gehabt. Die ist ja jetzt auch nicht die größte. Und ja, wenn dann, ich sag mal, wissen wir selber von der Alex Popp, wenn die von hinten, die steht ja auch nie ganz vorne, sondern die kommt ja auch immer von hinten mit Schwung rein. Und so war das in dem Fall auch. Ja. Da hatte Nestina keine Chance und ja. Die kam halt, konnte ja auch gar nicht raus. Also die hatte keine Chance, auch irgendwie was zu versuchen, da den Ball vorher wegzunehmen. Nein, die Torhüterin, der kann man da keinen Vorwurf machen. Das war im TV, da hat man gesagt, die hätte rauskommen müssen. Nein, glaube ich nicht. Die hatte gar keine Chance, rauszukommen. Auch der Steilpass von der Maxi Rahl auf die Lea Schüller, da haben die Experten gesagt, der hätte die Stina Johannes rausgemusst. Wenn die rauskommen, das Laufduell wahrscheinlich verliert, haut die daher die Lea Schüller versehentlich um, dann gibt es eine rote Karte. Nein, nein, absolut nicht. Von der Seite kamen auch noch 2 Verteidigerinnen. In der Situation gehe ich nicht raus. Also da muss ich die Stina schon in Schutz nehmen. Also die Ecken, die halt grundsätzlich von München reingeschossen worden sind, die kommen halt mit mehr Schärfe. Also da ist einfach mehr Schärfe da drin. Und wenn du dir dann unsere Ecken anguckst, die kommen halt nicht mit dieser Schärfe rein. Ja, und dann kannst du gut reinlaufen, ne? Und dann bist du mit der Beine da oder mit dem Fuß. Ja. Und dann kommt das Ding so scharf auf das Tor zu, hast du als Torhüterin kaum eine Chance. Es sei denn, du hast einen Reflexen. Jetzt haben wir die Adriane lange rausgelassen. Ja. Adriane, was hast du zu dem Ergebnis Bayern Frankfurt? Also ich konnte leider nur die erste Halbzeit sehen, aber fand auch, dass da also Frankfurt am Anfang gewissermaßen die Überhand hatte schon. Aber auch gesehen, dass eben diese Chancenverwertung da ein Problem ist. Ich glaube, da war zweimal da, wo Nicola Anyomi gut in den 16er gekommen ist, aber dann doch so ein bisschen sich abdrängen lassen hat nach außen und dann zweimal eben aus spitzen Winkeln nur abschießen konnte. Und ich glaube, da wäre beide Male noch mehr drin gewesen, auf jeden Fall. Das war nach einer Ecke auch, ne? Nach einer Stellersituation. Da hat die. Ich meine, es war nach langen Bällen. Und dann auch, also dann in der Verteidigung, das dann eben nicht alles passt. Ihr habt gesagt, mit den Ecken schon, aber auch bei dem zweiten Gegentor. Also ich habe das so gesehen, dass dann auch die Verena Henschel versucht hat, auf Abseits zu spielen und noch den einen Schritt erstmal noch nach vorne gemacht hat. Dass sie noch den Schritt nach vorne gemacht hat und dadurch dann Lea Schüller eben den Vorteil hatte und dann vorne vor ihr weg kreuzen konnte und eben dann das Tor machen konnte. Ja, sah so aus, aber wie gesagt, die Stina Johannes konnte da gar nichts machen und der Lauf, die Lea Schüller war im Lauf und die wusste dann nicht mehr ein. Ne? Noch was zum Spiel zu sagen? Nö, ne? Haben wir soweit so gekriegt, Andreas? Ich würde das Schlusswort der Lea Schüller geben, die gesagt hat, wenn man aus so wenig Chancen 2 Tore macht, dann hat man doch irgendwie verdient gewonnen. Bringt es eigentlich auf den Punkt. Ja, klar. Also kann man definitiv. Wir haben ja nicht von unverdient gesprochen. Es war einfach nur die Aussage, der eine war besser. Nein. Wenn man aus 2 richtigen Chancen 2 Tore macht, dann ist das in Ordnung. Wobei das Tor natürlich von Frankfurt, das so rausgespielt war, ne? Mit Freigang da, mit der Hacke, ne? Gut. Ja, das war schon wieder super. Ich meine, was man wieder kritisieren kann, die Wechselmodalitäten unseres Trainers. Ich meine, schön, dass er die Carlotta Wamser gebracht hat. Hätte er vielleicht auch ein bisschen früher schon mal bringen können, weil die einfach nochmal einen anderen Zug reinbringt. Und auch eine Shakira Martinez einfach dann auch nochmal mit einem anderen Zug Richtung Tor geht. Also das ist schon nochmal ein Unterschied.
Gary Reuteler fand ich jetzt nicht so gut am Wochenende und Nicole hängt sich immer so ein bisschen fest. Also wir würden uns da, glaube ich, immer mal wieder auch das frühe Wechseln füllen. Er hat halt seine Stammformation, mit der spielt er halt, aber damit ist er meines Erachtens auch ausrechenbar für alle Gegner, weil du weißt im Grunde schon ziemlich genau schon, mit welcher ersten Elf er spielen wird und damit auch relativ gut, wie wir spielen werden. Okay, gut. Ganz kurz noch, ja, Essen gegen Wolfsburg. Essen hat lange, lange Zeit dagegen gehalten. Und dann kam Flaschenöffner, Dosenöffner, Alex Popp in die Flanke rein. Die hat das Tor erzwungen zum 1-0. Und schlussendlich haben sie dann 3-0 gewonnen. Wolfsburg sind weiterhin an der Spitze. Freiburg gegen Meppen. Auch da hat Janina Minge das 1-0 ganz schnell gemacht in der ersten Minute. Meppen aber dann sofort postwenden, mehr oder weniger ein paar Minuten später das 1-1, hat vor der Halbzeit noch einen Elfmeter verschossen. Und dann waren die Räume offen, hat Freiburg wohl den Sack zugemacht. Naja gut, die gelb-rote Karte von Wattmann. Die gelb-rote Karte. Dann die Tore auch in der 58. Genau, ja. No, richtig. Die gelb-rote Karte hat da sicherlich auch noch mit reingespielt. Schade eigentlich, dass Metten da, die waren halt nah dran, ne? wenn man das so liest alles. Hoffenheim. Ja, wobei aber Freiburg auch, ne? Wir wissen mittlerweile, dass Freiburg da auch sehr stark ist und sich einspielt und auf ihre Chancen wartet und ihre Chancen auch nutzt. Also ich würde jetzt, ne, also auch Torhüterin, die jetzt im Moment in Freiburg im Tor steht, das ist jetzt keine schlechte. Ne? Das hat man auch an dem Elfmeter gesehen. Also den hat sie schon auch gut gehalten. Ja, ja, gut, aber wenn sie nicht hält, ne? 2-1, weiß man nicht, wie es ausgeht. Hätte Fahrradkette, weißt du ja. Ja, ja, gut. Ja. Aber? Die Nudik hat jetzt vielleicht auch, ne, ein bisschen die Morgenluft, weil die ganze Zeit hat sie ja nicht gespielt. Borgräfe ist halt jetzt verletzt und nutzt jetzt gerade ihre Chance. Ja, 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 klar. Die zweite Torhüterin, die sie da verpflichtet haben aus Frankreich, kann ich nicht beurteilen, wie gut oder schlecht die ist. Hoffenheim, 4-0 gegen Köln. In der Höhe, eigentlich unerwartet, denke ich mir mal. Nein, in der Höhe, erwartet? Also für mich schon. Ja, in der Höhe, okay. Ja. Also Köln, glaube ich, ist der Druck mittlerweile sehr, sehr hoch und das zeigt sich im Spiel. Ich meine, das ist so, ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Die sind jetzt mitten im Abstiegskampf und Hoffenheim sieht man aktuell, hat der Trainerwechsel scheinbar wirklich sehr gut getan. Also es muss wirklich was gewesen sein zwischen Mannschaft und Trainer, weil auf einmal trifft eine Niki Biller wieder, Melissa Kössler performt besser. Also so das Gesamtgefüge, die ganze Spielanlage ist wieder mehr Hoffenheim vom letzten Jahr, würde ich jetzt mal so sagen. Andreas, du nix zustimmend? Ja, ich habe letzte Woche gesagt, wenn die Kölnerinnen nicht aufpassen, ist im Abstiegskampf wieder. Und die Tendenz geht weiter nach unten. Ich würde auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht ein Trainerwechsel noch in Köln erfolgt. Man hat sich da, glaube ich, zu lange in Sicherheit gewiegt und gesagt, wir haben auf dem Transfermarkt uns sehr gut verstärkt und wir werden dieses Jahr oberes Mittelfeld. Nein, da muss man sich jetzt mal nach unten orientieren und sagen, jetzt gilt es, Punkte zu sammeln nach unten. Und in Hoffenheim ist einfach spannend zu sehen, wenn Stefan Leicht dann irgendwann doch nochmal übernimmt, wenn es jetzt mit der Nadine Rolzer so gut läuft als Interimstrainerin, ist die Frage, ist dieser weitere Trainerwechsel dann überhaupt noch nötig oder produktiv oder vielleicht gar nicht so produktiv, das wird dann auch nochmal spannend werden zu sehen. Im Moment läuft es und Hoffenheim spielt so, wie man es aus den letzten beiden Saisons kennt. Also da ist noch vieles möglich. Ich glaube, die haben den dritten Platz noch nicht abgeschrieben. Nein. Die haben ganz klar die Losung ausgegeben, wir wollen noch auf Platz 2. Wir wollen international spielen. Gut, ich kann leer ausgeben und können dann zeigen, ob es Platz, ob sie es dann auch erreichen. Ja, Leverkusen noch gegen Duisburg. Ja, Leverkusen hat sich dann endlich mal so ein bisschen befreit, ne? Kann man sagen, mit dem 2-0 gegen
Ja, zwei Elfmetertore. Also ich habe ein bisschen was von dem Spiel gesehen. Es war jetzt nicht so überragend, was sie da gemacht haben. Es waren am Ende War des ein zähes Tages Spiel angeblich, ja. war ein zähes Spiel, was man gesehen hat. Und es waren am Ende des zwei Elfmetertore, wo die Elfmeter auch berechtigt waren, muss man sagen. Es waren ganz klar, also es war jetzt nichts, wo du sagen könntest, okay, war jetzt so, ja, so halbgar oder so. Also es waren wirklich berechtigte Elfmeter. Und ja. Ich glaube, die sind jetzt durch. Also die haben sich da ziemlich abgesetzt. Die müssen wir jetzt mal gucken. Und spannend wird es halt jetzt, diese ganzen Nachholspiele, was dann da passiert mit den Mannschaften. Und ja, wenn dann halt auch so Spiele, wie die nächsten Spiele ausgehen, Hoffenheim, Freiburg zum Beispiel auch und solche Geschichten. Also das gibt schon, es werden noch ein paar lustige Partien werden. Ja, und wie gesagt, unten, ne, Bremen ist wieder voll im Geschäft, ne? Wenn Duisburg, Bremen gegen. Wenn ja, Bremen bitte. gewinnt gegen, wenn Bremen gegen Potsdam gewinnt Sind sie auf und gleicher überholen Höhe? die Kölner, Ja, ja, genau, ja. weil die Haben haben das die bessere Tordifferenz, bessere ja. Torverhältnis. Das stand Ja. nämlich falsch irgendwo in der Zeitung. Ja. Also Bremen kann die überholen, ne? Ja. Gut, schließen wir auch die Liga ab. Das ist in Ordnung. Trotzdem bleiben Duisburg und Meppen gute Aufsteiger und wir drücken denen alle Daumen, dass sie es dann halt doch schaffen. Oder schaffen, wie man es auch ausdrücken möchte. Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Da geht es dann um die Nationalmannschaft Kanadas. Die sind im Streik. Und zwar, weil die Finanzen dort nicht richtig laufen, weil der Nachwuchs nicht richtig finanziert wird, Geld verschleudert wird und so weiter. Die Spielerinnen der A-Nationalmannschaft selbst Flüge bezahlen müssen. Ihr habt es ja mit auch verfolgt. Was sagt ihr dazu, zu solchen ja, Verbandsgebaren? Tja, was soll man dazu sagen? Eigentlich ist es ein Armutszeugnis. Wir reden hier über den amtierenden Olympiasieger, eine Mannschaft mit wirklich herausragenden Spielerinnen, die in der amerikanischen Profiliga spielen oder zum Teil auch in Europa spielen. Das ganze Thema scheint ja schon ein bisschen länger zu gehen. Das heißt, die haben auch sehr lange ja irgendwie ja den Mund gehalten, was mich sehr wundert. Ja, und jetzt kommt dieses Thema raus, weil jetzt noch wieder gekürzt werden sollen. Wir stehen vor einer WM. Die wollen auch eine erfolgreiche WM spielen als ja, Olympiasieger und müssen eigentlich jetzt gerade Angst haben um alles, was da für die Zukunft angedacht ist. Plus, dass in Kanada ja auch eine eigene Frauenprofiliga gegründet wurde, die ja auch an den Start gehen soll. Das passt irgendwie für mich so nicht. Also das ist Ja, so, und sie sind ja auch da wieder erfolgreicher eigentlich als die Männer, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. das schwelt schon länger, ist richtig. Sie haben versucht, mit dem Verband in Kontakt zu treten, haben es schriftlich gemacht, haben es auch irgendwie versucht, telefonisch, wenn man das so richtig interpretiert. Aber da kam keine Reaktion. Selbst auf Briefe, auf Schreiben kam nichts. Dann haben sie gedroht, dass sie den Ski Beliefs Cup nicht antreten, dann ist dann irgendwie mal eine Reaktion gekommen. Aber irgendwo alles ein bisschen verfahren. Da werden Zahlen dann irgendwo hin und her jongliert, Verluste irgendwie mit der Männermannschaft als Begründung genannt, dass man eben halt das Geld nicht hätte für die Ausbildung des Nachwuchses und für die Herrenmannschaft. Adriana, wie siehst du das? Ja, also die Männernationalmannschaft hatte ja im letzten Sommer auch schon eine Beschwerde eingereicht, bevor es zur WM in Katar gegangen ist. Die haben dann anscheinend auch dadurch was erreicht und standen jetzt auch hinter den Forderungen von der Frauenmannschaft. Und ja, ist natürlich extrem schade und auch ein ganz schwieriger Zeitpunkt jetzt, wo die vollen Vorbereitungen auf die WM laufen und auch mit dem Ski Beliefs Cup, da wo natürlich starke Mannschaften mit Brasilien, USA und Japan da, dabei sind, da freut man sich normalerweise richtig drauf. Und dadurch, dass ja, dass es da solche Probleme gibt, unter anderem mit Finanzierung und auch Möglichkeiten, die da geschaffen werden. Ich habe gehört unter anderem, dass da zu manchen Trainingslagern nur 20 Spielerinnen mitgenommen wurden im Vergleich zu 28 vor Olympia. Und wie Natascha schon gesagt hat, also als amtierender Olympiasieger wird natürlich auch von denen
einiges erwartet bei der Weltmeisterschaft. Und dafür brauchen natürlich auch die nötigen Trainingseinheiten und natürlich auch die Rückhalt vom Verband. Und jetzt haben sie wohl schon trainiert, aber mit Trikot umgedreht, also richtig Protest nochmal gezeigt. Wir trainieren zwar, wollen uns fit halten, wollen zusammen sein, aber nicht unter der Flagge Kanadas, Andreas. Ja, man ist ja irgendwie sprachlos oder hält sowas gar nicht für möglich, dass ein Verband sich so verhält. Und es ist ja jetzt schon mehrfach gesagt worden, es geht um den amtierenden Olympiasieger, die ja auch bei der WM durchaus eine Chance haben, ja, ziemlich weit zu kommen. Aber unter solchen Voraussetzungen, also ich kann es einfach nicht verstehen, da wird seit einem Jahr anscheinend schon verhandelt und dann werden nochmal die Budgets gekürzt, und sodass sie noch nicht mal in der Lage sind, 2x11 gegen 11 zu trainieren, weil eben nur noch 20 Spielerinnen nominiert werden dürfen und lauter so Sachen. Die Vorbereitung für diesen G-Beliefs Cup, die kann man jetzt in der Pfeife rauchen. Ich meine, dann hat der Verband zwar, wie du sagst, reagiert, aber die Reaktion war ja, dass man die Spielerin quasi gezwungen hat, jetzt anzutreten. Das ist ja kein gesundes Miteinander oder kein gesundes Arbeitsverhältnis. Das sind ja schon Rechtsanwälte, sind da ja auch schon mit am Gange, und die Gewerkschaft und diese ganzen Geschichten. Also das ist ja völlig verfahren, die Kiste. Die spielen jetzt, die haben ja seit an, aber unter welchen Voraussetzungen? Und also ich finde es unmöglich, dass in der heutigen Zeit, dass bei einer, also im Frauenfußball muss man sagen, bei einer Top-Nation wie Kanada, dass da solche Auswüchse gibt. Also völlig unverständlich. Charlotte, du wolltest da reingrätschen. Ja, die haben ja wohl seit einem Jahr keine Kohle mehr gekriegt, die Spielerinnen. Ja. Und man erwartet sowas eher, ich sag jetzt mal, in irgendeinem afrikanischen Land irgendwo, wo Korruption herrscht und sich da die hohen Herren, die Kohle in die Tasche stecken, und nicht bei eigentlich so einem Verband wie wahrscheinlich Österreich, England, keine Ahnung, ist dem ja sicherlich gleichzusetzen, ja. Also von daher ist das, finde ich das schon sehr krass. Also es ist, ja, ich sage dazu mal, weißt du, wenn man überlegt, es wird ja auch immer auf den DFB geschimpft an der einen oder anderen Stelle, aber das würde dem DFB nie einfallen. Also da kann man jetzt über den DFB an vielen Dingen denken, was man möchte, und wir wissen auch, dass da das eine oder andere noch zu optimieren ist, dass das noch nicht wirklich alles am Optimum ist bei dem einen oder anderen Themen, aber was das Thema Unterkunft, Vorbereitung, Trainingslager, Stuff, also dieses ganze Drumherum, damit die wirklich gut arbeiten können und ein erfolgreiches Turnier spielen. Ich glaube, da kann sich keine einzige Nationalspielerin beschweren, ja. Also ich meine, da ist wirklich ja alles gegeben. Ja, wobei man auch gucken muss, ich habe das aktuelle Sportstudio nicht gesehen am Samstagabend, aber der Präsident und auch der Völler haben gesagt, es muss gespart werden und es müssen alle Abteilungen sozusagen Sparpläne auf den Tisch legen. Also irgendwas wird bei uns auch kommen. Ja? Denen fehlt die Einnahmen von den Herren der Schöpfung, weil die jetzt zweimal so früh rausgeflogen sind bei den WMs, ja? dass die Kohle fehlt. Und das muss auch reingeholt werden. Plus, dass sie halt immer irgendwelches Geld nebenhin legen müssen für den Fall, dass das Finanzamt mal wieder an der Tür klopft. Ja? Und ja, ich meine, die haben ja auch für, ich glaube, 18 und 19 ist die Gemeinnützigkeit aberkannt. Ja, das sind ja dann auch keine kleinen Summen, die danach zahlen müssen. Also es wird sicherlich das eine oder andere da bei uns auch eingespart werden, ja. Und das fängt dann an, dass sie, was weiß ich, vielleicht irgendwelche Ligen einstampfen oder keine Ahnung was, ja. Ja gut, es wird sicherlich gespart, die wirtschaftliche Situation im Augenblick überhaupt durch den Krieg der Ukraine, Russland, ist ja nicht gerade die beste. Aber ich glaube nicht, dass in Deutschland, also mit dem DFB, solche Verhältnisse dann auch laufen würden. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Also da würde die Gegenüber, Alex Popp und wer da alles, die würden ganz anders reagieren, die würden ins Gespräch gehen, die würden geduldig mit dem Vorstand des DFB sprechen. Also ja, das ist schon hart. Naja, gut, aber das hat ja Kanada auch probiert. Die haben ja auch versucht, mit ihren Vorständen da zu sprechen. Nur wenn von der anderen Seite keine Resonanz kommt, dann kannst du natürlich auch nicht sprechen. Also es ist für mich auch ein
ein kulturelles Thema, was dort das dortige Präsidium oder der Präsident, also die da die Entscheider sind im kanadischen Fußballverband, das ist einfach respektlos, das geht halt einfach nicht. Also ich meine, das ist eine absolut respektlose Art, die an den Tag gelegt haben. Und da frage ich mich dann wirklich auch so ein bisschen, welches Geisteskind dort der Präsident ist. Also das muss ich jetzt mal so sagen. Das klingt jetzt sehr herablassend, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich entschuldige mich auch dafür, aber da frage ich mich schon, wie kann so jemand überhaupt an die oberste Stelle so eines Verbandes gewählt Rutschen. Werden, wo du eigentlich ja dafür da bist, zu vermitteln, People-Management zu betreiben, du sollst Sponsoren an Land ziehen und so weiter und so fort. Und alles das, was da jetzt gemacht wird, ist ja genau kontraproduktiv. Welches Unternehmen möchte mit einem Verband zusammenarbeiten, der sich so verhält? Okay, wir sind schon wieder ziemlich weit fortgeschritten. Das letzte Thema vielleicht können wir nicht abschließend diskutieren. Da stecken wir ja auch nicht voll mit drin. Ich denke mal, wir haben heute wieder einiges besprochen. Bayern ist dran an Wolfsburg und es wird spannend, oben wie unten. Ich denke mal, die Liga ist noch nie so spannend gewesen und da wird noch einiges passieren nach der Länderspielpause. Ich bin da sicher, Andreas. Ja, vielen herzlichen Dank, Adriana, Natascha, Charlotte, Andreas. Dankeschön.